Da werden Leute angegriffen und dann hilft keiner, oder was? Mal was sehen, mit Emma? Was der Abend bringt. Da ist sie. Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde, obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker, Freunde. Auf zum Baumhaus. Ja, bei ihr verstehe ich ja noch, dass sie ihren Spaß noch hat und so weiter, Videos macht. Und ja, was war denn das mit Ryan? Also, das hat mich total genervt. Ich fand es einfach schlecht geschrieben. Von den Autoren. Also, da werden Leute auf Nick ist aufgeschlitzt worden. Abby ist auch angegriffen worden. Jacob ist angegriffen worden. Natürlich muss man Emma retten. Ich finde es aber auch wichtig, dass sie als Gruppe zusammenbleiben. Wenn die sich so aufteilen, dann ist doch, sind doch gefundenes Fressen für die Monster. Nicht schwer zu erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich habe mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Ja. Komische Mundbewegungen irgendwie. Nur die Zähne habe ich ja schon erwähnt. Vielleicht brauchen wir irgendwann noch das Kanu. Hier irgendwas? Okay, hier ist ein Softblock, ich komme gar nicht durch. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Das wäre es wohl dazu. Ja, manchmal ist es so, wie es ist, ja. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das Traurige ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Und wenn ich hier hingehe, ist es der eklige Weg? Komm. Okay, es geht weiter aufwärts. Dann mal los. Vielleicht fällt euch auf, dass dieser Weg ein rustikales Flair versprüht. Und das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, was auf euren Wegen so los ist. Doch wenn ihr nicht eine Stunde lang einen Splitter aus einem Kinderfinger zieht, dann ist das nicht authentisch. Boah, das tut schon so weh, wenn ich Keine das höre. Keine Sorge, dem Zwerg geht's gut. Ich bin gut mit Kindern. Und was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker.
Okay, let's go. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich kann mir auch vorstellen, dass Emma Action-Abenteuer bekommt. Kann ich mir vorstellen, so ein bisschen Lara Croft-mäßig, sie ist ja stark. Und kann auf sich aufpassen. Ich nehme das jetzt einfach mal so als Beispiel, weil die jetzt die ihre Tasche da selbst tragen wollte. Keine Ahnung. Finden wir raus. In solchen Situationen, spätestens in solchen Situationen, sieht man, ob jemand stark ist oder nicht. Und wie er mit... Dahin gehen wir jetzt. Solche Situation umgehen kann. Also buchstäblich schon zu schäbig und trotzdem die Aussicht, pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Zipline, vor der ich, ehrlich, so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Ich bin hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen und es gibt noch so viel zu bereden. Genervt, Jacobs Problem, mitfühlend. Hoffentlich ist Abby okay. Komm, sei mal ein bisschen genervt. Wisst ihr, was Jacobs Problem ist? Er hält sich für den Star in seinem Film. Er sieht alles nur aus seiner Perspektive. Sagt sie und nimmt ihre eigene Show auf. Was soll's. Er will mit mir zusammen sein, weil er denkt, dass ihn das glücklich macht. Aber was ich will, interessiert ihn genau null. Okay, das stimmt nicht. Offen gesagt, lenke ich, glaube ich, ab. Im College wird er sich neu verlieben und mich dann vergessen. Gut für ihn. Er verdient es. Vielleicht sollte ich anfangen, mich an ihn zu klammern. Vielleicht schreckt ihn das ja ab, wie in einem Hochzeitskleid aufzutauchen oder so ähnlich. Ich spiele das nur mal hypothetisch durch. Aber jetzt versuche ich schon wieder alles zu einer Art von dramatischem Experiment zu machen. Ja. Wir müssen natürlich fürs Video ein bisschen Action liefern, ja? Müssen wir auch ein bisschen Scheiße labern, ein bisschen Müll reden. Ah, da ist dieses Haus, da wo Licht war, ne? Gucken wir mal, dass wir mal direkt da hinkommen. Dass es gleich mal abgeht. Vielleicht hockt da irgendeiner in so einem Schaukelstuhl oder so. Ich höre wirklich gerade was. Und da sind wir. Wie gesagt, ein extrem klappriges und noch unterwältigenderes Baumhaus. In einer Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich habe die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Es scheint. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Oh oh. Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Leider ist sie unter Realitätsverlust. Die bricht einfach in irgendein Haus rein, da kommen Geräusche und die macht dann Faxen mit ihrem Video einfach weiter. Weißt du was? Öffne einfach mal die Falltür. Schalte den Controller bereit. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugaben. Ups. Ey, warte mal, kann... ist es vorbei? Emma. Pause. Erneut versuchen. Emma ist gestorben. Möchtest du versuchen, sie zu retten? Du hast 3 Leben. Ja, geil. Komm, wir benutzen dein Leben. Ja, das ist halt geil an dieser Deluxe-Edition. Da hat man 3 Leben. Geil. Man kann es einfach nochmal versuchen. Wie in einem Videospiel. Okay, wir retten Emma. Und dann durchsuchen wir die Tasche.
Und da ich es ja weiß, mit diesen drei Leben, deswegen habe ich es auch gemacht, mit dieser Falltür, weil ich musste an Ashley denken bei Until Dawn. Dieses Geräusch, da gab es dieses Geräusch und es hat so gewackelt an der Tür, an dieser Falltür. Ich habe die Tür geöffnet, Ashley ist gestorben. Und es war Try and Error sozusagen. Aber da konnte man keinen, hat man keinen zweiten Versuch mehr gehabt. Hier ist es geil. Hat was. Jetzt wäre es zum ersten Mal so. Nimmt natürlich so ein bisschen die Spannung raus, weil man noch gewisse Entscheidungen überdenken muss und so weiter, ne? Hier ziehe ich einfach durch, dann sterben die halt und dann beim nächsten Versuch überleben sie. Ich hoffe es zumindest, dass es beim nächsten Mal klappt. Okay, komm, ein Leben benutzen und dann durchsuchen wir die Tasche. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Was ich geil finde, wenn es eine Verbindung zwischen The Quarry und Until Dawn gäbe, dass es vielleicht auch ähnliche wie Wendigos sind. Aber ich nenne die jetzt Monster, weil das sind keine Wendigos. Wendigos waren die halt in Until Dawn. Spoiler-Alarm! So, Tasche durchsuchen, komm. Damit sie Wir überlebt. wühlen. Und wisst ihr was? Ich ziehe mir etwas an. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. No. Nimmt einfach die Klamotten von fremden Leuten. Dieb. Was war denn das? Mann, das Kidneybohnen. Elektroschocker. Cool. Dass die Batterie noch läuft? Gut, also ich glaube, da oben ist was. Und ich werde nicht erschrecken. Das kann ich euch wirklich versprechen. Achso, mach die trotzdem auf. Okay, dafür habe ich jetzt den Elektroschocker. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugang. Taser. Wie der aussieht! Foto machen. Zeig mal das Foto. Erstmal angegriffen mit dem Taser, okay. Wir wissen, dass es jetzt funktioniert mit dem Taser. Zeig mir mal das Foto. Ich will das Foto sehen. Achso, man sieht nur ein bisschen da das Foto, okay. Sieht schon krass aus. Eine verschwommene Nahaufnahme geschossen von Emma, als sie beim Baumhaus angegriffen wird. Lauf! Komm schon, Emma! Pass auf dich auf, ich hab den Controller in der Hand! Ah, das Ding! Vorhersehung! Lauf, 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 lauf! Ah! Okay, sprühen! Okay, es funktioniert! Rechts ein Fenster offen. Tür versperren, Falltür benutzen. Tür versperren. Spray. Ha.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Was ist das für ein Monster? Was hat eine lange Zunge? Ist es der. Spielt der in der Band Kiss mit? Okay, wir haben es geschafft. Wir leben noch.